Im heutigen Roblox Adopt Me Video trade ich nur Fly Potions. Ihr habt richtig gehört, ich trade nur Fly Potions. Seid gespannt, was wir für Angebote bekommen und welche wir annehmen werden. Vergesst natürlich auch nicht, den dicken, fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Verlosungen und Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Heute sind wir wieder auf einem öffentlichen Server und ich trade nur Fly Potions. Ich bin mega gespannt, ob ihr krasse Offer habt oder ob ich keine guten Offer für meine Fly Potions bekomme. Fly Potions kosten mega viel, Leute. Hier sind sie. Sie kosten 295 Robux, was richtig, richtig krass viel ist. Ich kaufe natürlich gleich mal ein paar, dass ich tatsächlich auch ein paar von den Fly Potions mit euch traden kann. Und falls ihr auch mal mit mir traden wollt, dann folgt mir auf Roblox. Mein Username ist SandyRoll. Das Ganze steht auch in der Videobeschreibung und ist immer angepinnt. Und folgt mir sehr, sehr gerne auf meinem Discord-Server. Da ist der Link auch in der Videobeschreibung. Das ist die einzige Möglichkeit, dass ihr mit mir traden könnt, denn Freundschaftsanfragen nehme ich nicht an. Dadurch folgt mir auf Roblox. Wenn meine Follows an sind, dann könnt ihr mir nachjoinen und auch mit mir traden. Und ich hätte gesagt, wir gehen in die Mitte und fangen an, die Fly Potions an den Mann zu bringen. Dann schreiben wir in den Chat, trade Fly Potions for good offers. Warum ich das immer nicht schaffe, weiß ich nicht. Wir machen natürlich unsere Trade Requests an und packen als allererstes die erste Fly Potion rein. Ich hätte gesagt, wir fangen einfach mal an mit einer und wir rennen wieder rum, da Leute, das gerade eben richtig gut funktioniert hat. Fluffy Zoe bietet einen Buffalo, einen Crate Stroller, einen normalen Stroller, einen Catapult Stroller, einen Butterfly Stroller und einen Rubber Dog Balloon. Und mir fällt gerade auf, dass ich die Stroller nicht getradet habe. In meinem Video gerade, das ich gerade vorhin aufgenommen habe. Das ist nicht so schlimm. Das ist definitiv kein gutes Angebot für eine Fly Potion, Leute. Sie kostet 300 Robux. Und Leute, für so viele Robux möchte ich schon definitiv Pets traden. Denn, oh, campen. Wir könnten zum Campen gehen. Okay. Die Haggas 1900 ist die nächste und sie bietet einen Metal Ochsen. Dadurch, Leute, dass ich mega, mega viele Metal Ochsen habe, guck mal, wie viele Metal Ochsen ich habe, ist mir das definitiv leider auch nicht wert. Es tut mir leid. Jetzt kommt, ich mach dich fertig. Das ist die Lara. Wir gucken mal, was die Lara für eine Fly Potion bietet. Die Lara bietet einen Ride Panda und einen Ochsen. Ich kann die Ochsen ehrlich gesagt im Moment absolut nicht mehr sehen. Das ist mein größtes Problem. Ich habe so viele. Jetzt wartet mal ganz kurz. Ich kann es euch noch mal ganz kurz zeigen. Wenn ich hier Ochs eingebe, dann haben wir so viele Ochsen, dass ich überhaupt nicht mehr klarkomme mit meinem Leben. Der Panda ist mega cool, Leute. Ich habe aber auch einige Pandas. Deswegen, tut mir leid, ist es auch kein Angebot, das ich gerne annehmen möchte. Dann packen wir natürlich wieder hier ein Item rein. Ein Deinonychus, eine Biene. Ich bin gespannt, ob noch weitere Sachen kommen. Wir gehen jetzt hier mal rein, dass unsere, falls ihr euch fragt, warum ich hier rumrenne wie so ein Idiot, dass meine Trades nicht einfrieren, denn ich habe leider immer wieder Probleme, dass meine Trades einfrieren. Ich habe der Miyoki jetzt gerade geschrieben, dass sie under ist. Ich weiß, dass die Bienen 200 Robux kosten, aber das Ding ist einfach, dass die Bienen nicht krass viel Geld wert sind. Jetzt add sie noch Luna Ochsen. Leute, bitte tradet mit mir keine Ochsen mehr. Ich kann die wirklich nicht mehr sehen. Es tut mir leid. Fluffy Zoe probiert es nochmal. Wir gucken mal, ob Fluffy Zoe ein besseres Angebot hat. Oh mein Gott, Leute. Wir traden nur Fly Potions. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab nicht so viele Fly Potions. Ich hätte gesagt, wir bieten einfach mal alle Fly Potions, die wir haben. Ein paar Sekunden später. Ich muss mal ganz kurz nachrechnen. Das sind 1200 Robux. Das ist schon richtig krass. Dann kann ich aber mit niemandem anders mehr traden. Sie wird es tatsächlich machen. Für 1200 Robux die Fly Ride Frost Fury. Wisst ihr, was wir machen? Wir probieren es mal, ob sie es auch für 3 Fly Potions macht. Das sind dann... Oha, macht sie auch? Als ob. Wirklich? Ist sie sich sicher? Denn
das ist es bestimmt wert. Es ist auch bestimmt 4 Fly Potions wert. Nur ich überlege halt immer, wie viel es mir persönlich wert ist. Denn das Ding ist einfach immer, ich habe viele Pets halt schon sehr, sehr häufig. Und ja, manche Pets brauche ich halt einfach. Als ob. Fluffy Zoe hat das wirklich angenommen. Oh mein Gott, Fluffy Zoe, dickes Bussi geht raus an dich. Und es tut mir leid, dass ich am Anfang 4 geboten habe und mich dann umentschieden habe. Ich weiß, das macht man nicht. Aber es war dann doch ein bisschen viel, weil ansonsten kann ich halt nicht mehr so viel mit den anderen traden. Deswegen habe ich eine wieder weggenommen. Schnuffinelli. Ich hab's fast nicht rausgebracht. Bietet 4 Dingos für eine Fly Potion. Das ist es natürlich absolut nicht wert, Leute. Als ich noch ganz, ganz viele Dingos gesucht habe, habe ich immer 4 oder 5 Dingos für eine Ride Potion getradet. Was finde ich ein ganz... Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte warte. Bitte warte. Bitte, bitte stand by, please. Stand by, I'm adding. Oh mein Gott, bitte nicht. Oh Gott, bitte. Bitte tu's nicht raus. Bitte tu's... Na! Okay, jetzt pass auf. Wir probieren, dass wir jetzt die 3 adden. Wir adden jetzt diese 3 Fly Potions und fragen, kann ich bitte das Neon Juni? No. Okay, leider Gottes möchte sie es fürs Neon Juni nicht machen. Das ist sehr schade. Oh mein Gott, das hätte ich richtig hart gefeiert, wenn ich das Neon Unicorn bekommen hätte. Aber, oh, ja, jetzt ist der Trade weg. Oh nein, jetzt ist... Wo ist denn mein Trade hin? Oh nein, Celine ist die Nächste. Oh Gott, Leute. Heute ist irgendwie alles all over the place. Falls euch das Video gefällt, lasst uns sehr, sehr gerne einen Like und ein kostenloses Abo. Da würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Und Celine bietet ein Rainbow Stroller und ein Hoverboard für eine Fly Potion. Das tut mir leid. Das ist definitiv das Ganze nicht wert. Und ich weine jetzt dem Neon Unicorn hinterher, für das ich 3 Fly Potions gezahlt hätte. Nein, es ist einfach so unfassbar traurig, denn ich hätte mich richtig gefreut über das Neon Juni. Kannst du mich grüßen? Ich heiße Schnuffi, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Oh mein Gott. Ihr macht mich arm. Oh mein Gott, wie viele Robux habe ich noch? Wartet bitte. Oh Gott. Nein, jetzt hör doch bitte auf zu adden. Einen Platypus. Ich habe noch keinen Platypus. Oh mein Gott, Leute, ich bin komplett hysterisch. Es tut mir so leid. Ich bin komplett hysterisch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kaufe jetzt so viele Fly Potions, wie ich kann. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir das ein oder andere Pet. Und gucken einfach mal so, wie viele Fly Potions haben wir jetzt? Wir haben mega viele Fly Potions. Ich befürchte, dass es das nicht wert ist, Leute. Ich glaube nicht, dass es das noch wert ist. Er überlegt. Wir müssen mehr Fly Potions kaufen. Wir kaufen mehr. Bitte, bitte brich den Trade nicht ab. Bitte tu mir den Gefallen und brich den Trade nicht ab. Oh mein Gott, er hat jetzt das Checkmark gesetzt. Oh mein Gott, wir probieren es, Leute. 7 Fly Potions, aber das ist zu viel. Das ist zu viel. Ich bin under. No, Leute, nein, ich bin under. Leuchte, Team, ich bin under. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Soll ich den Trade abbrechen? Oh Gott. Leute, ich weiß, dass ich under bin. Ich weiß, dass ich under bin, denn alleine der Elefant... For Sandy. Also. Oh nein, Leute, ich habe jetzt mega schlechtes Gewissen. Leuchte, Team, das ist einfach nur ein Zug. Das ist zu krass. Das ist zu krass. Ich trau mich nicht annehmen. Ich trau mich nicht annehmen, weil das Angebot ist einfach zu krass. Ich hätte wahnsinnig gerne den Platypus. Ja, ich wartet mal ganz kurz. Ich versuche ihn mal anzutraden. Er heißt Bernd. Ich versuche ihn mal anzutraden und biete mal 2, 3 Ride Potions. Was? Ich habe ihn jetzt mal gefragt, ob ich den Platypus haben kann und ich biete ihm 2 Fly Potions dafür. Sandy, run! Ja, alle so, bitte, Sandy, renn! Nicht, dass du wieder... Ich habe ihn jetzt einfach mal gefragt, ob ich den Platypus haben kann, denn ich habe noch keinen Platypus, Leute. Das würde ich mega feiern. Ein paar Sekunden später. Ich biete jetzt einfach noch eine Ride Potion dazu und gucke mal, was er schreibt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, er hat ihn geaddet.
Leute, er hat ihn geaddet. Bekommen wir den Platypus? Bekommen wir den Platypus für 2 Fly Potions und eine Ride Potion? Ich bin mir nicht sicher. Please add. Okay, er sagt please add. Okay, 3 Fly Potions und eine Ride Potion, weil er ist Ride für den Platypus. Sagt er irgendwas anderes? Oh Gott, bitte, ich hab ihn noch nicht. Kannst du mich grüßen? Bernd, ich grüße dich recht herzlich. Er heißt, glaube ich, Ben? Ben oder Bernd? Ja, er heißt Bernd. Bernd, dickes, fettes Bussi geht raus an dich, wenn du mir den Platypus gibst. Okay, vielleicht müssen wir noch irgendein Pet adden. Oh! Er hat accepted. Oh Gott, flext er jetzt wieder? Oder bekommen wir den Platypus, Leute? Es ist einer der extrem wenigen Pets, die ich noch nicht im Spiel habe. Und einen Platypus zu finden, ist mega, mega schwer. Oh Gott, Leute. Ich habe so... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bernd, ich danke dir recht herzlich. Oh mein Gott, danke, Bernd. Oh no, Bernd ist krank. Oder nee, was möchte er? Er muss duschen. Bernd muss duschen. Wir müssen nach Hause. Wir müssen nach Hause. Er freut sich, dass ich mich so freue. Oh mein Gott, Leute, ich bin... Oh mein Gott, eine Queen Bee. Oh Gott, wie viel bieten wir? Leute, wir brauchen diese Queen Bee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht euer Ernst. Kriegen wir diesen Trade? Die Queen Bee gegen 2 Fly Potions, das wäre so unfassbar cool. Oh mein Gott. Bitte grüße Schnuffi, ich grüße Schnuffi. So, wir müssen den Bernd kurz waschen, weil er stinkt nämlich. So, die Frage ist, geht der Trade jetzt durch, ja oder nein? Ja, der Trade war successful. So, wo ist denn Bernd hin? Jetzt ist Bernd weg. Nein, doch. Oh. Da ist Bernd. Bernd, kommst du bitte? Kommst. So, der Bernd, der möchte nämlich nicht baden, der Freche. Das ist unfassbar. Er wollte jetzt definitiv nicht baden. Das ist so geht's fein nicht. Es muss hier jeder baden. Ja, wir können nicht stinkend rumlaufen. So, wir gehen weiter. Und ich hätte gesagt, der letzte Trade geht an RR Lip. Und er bietet ein kleines Pferd. Oh mein Gott, das wäre so unfassbar cool, wenn das... Oh, als ob. Wir kriegen noch ein kleines Pferd, Leute. Es ist einfach nur so unfassbar cool. Fly Potions gönnen einfach. Ich bin einfach hysterisch. Es tut mir wahnsinnig leid, Leute. Ich weiß, ich bin immer ein bisschen hysterisch. Aber heute bin ich besonders hysterisch, weil ich habe einen Platypus bekommen und ich hatte so unfassbar tolle Trades mit euch. Ich danke euch vielmals für eure mega, mega coolen Trades. Ihr seid wirklich... Warum kann ich immer noch Trades bekommen? Ich habe eigentlich ausgemacht, Leute. Ich danke euch vielmals für eure coolen Trades. Dickes, fettes Bussi geht raus an euch. Moment, wir gucken nochmal ganz kurz die Trades. Das ist so krass, Leute. Wir haben tatsächlich einen kleinen Platypus bekommen. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass ich ihn jetzt habe. Denn ich suche ihn schon sehr, sehr lange und... Es ist einfach nur mega, mega cool. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Wie gesagt, vergesst nicht, dass ihr auf meinen Discord-Server joint und mir folgt auf Roblox, dass ihr auch mal mit mir traden könnt. Dickes Bussi geht raus an euch alle. Ich hab euch mega, mega lieb und bis zum nächsten Mal. Servus!